weg. Hallo? Weißt du, ich brauch keinen. Weißt du, ich brauch keinen. Oh, Scheiß. Leute. Ich kann Leute, guck mal. So ein Weltklasse-Mitbewohner habe ich. Während der Aufnahme macht er einfach mal ganz easy so einen geilen Crepe, Alter. Dankeschön. Guckt, Alter, das und an. Jetzt sterben wir. Und oh, jetzt oh, sterben. Ja, ne, wir dürfen nicht sterben. Alter, der sieht auch, oh, wenn ihr es riechen könntet, Alter, das riecht nice. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Bed Wars Woche. Und ich muss euch was gestehen, wir spielen zwar heute eine andere Map, allerdings ist Murph schon beim zweiten Mal bei der Bed Wars Woche. Wo treibst du dich rum? Ich habe leider es wieder mal auf die Schnelle nicht hinbekommen, jemanden zu finden, mit dem ich spiele. Und da Smurf zufälligerweise im Teamspeak war, habe ich gesagt, der kann man doch einfach mal mitnehmen. Wo gibt's denn hier übrigens, hier gibt's den Kram? Genau. Ah, hier und vorne. Da gibt's den Kram. Ich werde aber versuchen, also morgen wird es, denke ich mal, eine kleine schmackhafte Runde mit Sergeant Max geben. Und den will ich auf jeden Fall auch noch fragen. Aber der ist natürlich, weiß ich, ihr wisst ja, der ist immer busy. Und das ist der Berlin Boy. Der ist, ja, Berlin, der ist ja, in Stuttgart war er, glaube ich, auch. Also der boah, travelt. Alter, der kommt rum, ey. Das war ziemlich rum, sick. Junge. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier auf der. Ich muss sagen, ich habe die Map, glaube ich, noch nie wirklich gespielt. Also jetzt ehrlich. Nee. Die ist schwer. Weil diese, die ist ja, ich weiß, wir sind ja auch irgendwie 5 Leute in einem Team. Also wenn da das ist ganze halt Team groß, nicht performt. Das ist das Ding. Ja, aber das kriegen wir hin. Ich meine, Piedel packt 3 ist schon gestorben. Wir merken das. Zack. Okay. Ja, das war Angst. Ich habe ihn gerade böse angeguckt. Ablösung. Schnell wieder zurück. Radicals. So, und sein. Zeig ich, knackig. Oh, der ist schon gut zugebaut, obwohl. Hä? Was? Der hat einen Kollegen von uns einfach reingebaut. Was? Okay. Bro. Ist er betrunken bestimmt. Ja, das. Warte mal, ich hole mal schnell eine Spitzhacke. Wieso macht der denn sowas? Wieso? Weiß ich nicht. Der sabotiert. Maya Maxi schreibt auch, Bro, du kannst den Typen doch nicht einfach einsperren. Warte mal, komm mal, hier, zack, Maya Maxi. Hilfe, Spacko. Oh Mann, Alter. Was ist denn hier? Und der oh nein! Was? Oh, ich wäre fast durch gewesen zu einem schon. Wenn man so früh eins rauskriegt, ist das echt gut, ey. Ja, auf jeden Fall, aber da sehe ich schon einen, der ist komplett equipped. Ja, also, du hast ja Eisen in der Base. Ah, okay. Ja, aber das ist kein Problem. Pedizel okay, braucht nur Blöcke. Hier? Zack. Was mit unserem Dude? Ist der immer noch eingesperrt? Ja. Nee, den hab ich freigeschaufelt. Ah, nee, da geht's raus, ja. Nee, alles gut. Warte mal, jetzt werde ich mal gucken. Ich hatte hier irgendwie gerade einen leichten Lag. Das war gerade so ein bisschen. Aber da vorne Team Grün. Ja, du bist ein bisschen am Ruckeln ab und an mal. Oh, wieso hab ich denn eine Brustplatte? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Ich mach das einfach. Zack. Dann baue ich mich. Es wird ja noch niemand einen Bogen haben. Gehen wir einfach hier smartig. You never know, ey. Ja, oh ne, das sind jetzt. Ah, wenn ich da durchkomme, ey. Boah, in der Mitte ist gerade richtig Rambazamba, Alter. Das ist eine der wichtigsten Maps, wo du dich hochbaust. Weil guck mal, wie viele Leute in der Mitte gerade so ein Massenbattle machen. Ich bin auch durch! Ja, das ist aber egal, das ist egal. Du musst dich noch rüberbauen. Hast du Blöcke dabei? Ja, hab ich. Okay, ja. Das ist das Schwierigste, dich da rüber zu bauen. Nein, was macht denn der andere? Ich meine, wir sind nicht in einem Team, Bro. Aber es ist egal. Nein! Oh, hat mich hier hingeschlagen. Nein. Ich muss Blöcke. Oh Gott. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Ich. Okay, ich bin tot. Ich hänge gar nicht hier. Alter, ey, das ist so aber der eine. Ja, das war auch irgendwie mega sick. Das war auch irgendwie ein bisschen buggy. Weil ich bin praktisch hängen geblieben, hab einen Block auf dem Boden gesetzt. Jawohl. Warst du das oder war das der Typ, der hinter mir war? Nee, das war ein anderer Dude. Krass. Okay, das ist nice. Ja, weil ich bin mit so einem Gelben, bin ich da so rübergelaufen zu Team Grün. Und der hat mich dann so ein bisschen blockiert und auch. Hat mich, glaube ich, auch runtergeschlagen. Ich meine, wir haben das gleiche Ziel verfolgt, deshalb wollte ich den auch nicht hitten, weil ich dachte, okay, wo ist du? Obwohl, ich darf ja eigentlich gar nicht Team. Oh Gott. Pete Dizzle, Alter. Ja, aber das ist ja. Also, ich meine, das gilt ja nur deinem eigenen Vorteil, ne? Ja, also, ja, klar. Definitiv. Wo gibt es das jetzt auch kein, das war jetzt auch kein Team, ich bitte. Nee, klar, natürlich nicht. Aber ich würde auch nie mehr. Also, wenn hinter mir einer von einem anderen Team wäre. Oder vor mir, dann würde ich den jetzt auch nicht runterkicken, meine Güte. Das hilft mir doch nur. Ich will die doch töten. Das ist so der Sinn der Sache. Töten. Und was auch ziemlich nice ist, Revi ist gerade in der Küche und macht Krebs. Echt? Ja, das sind die Revi? Natürlichen Todfeinde der Waffeln. Sind die Krebs schon fertig? Bitte? Alles weggeworfen. Das wäre super, warum so? Hast du die Zeit schon gemacht? Sieht aus wie Missgeburt. Die sehen also, scheiße aus. Ja, Revi hat so eine richtig geile, so eine Crepe-Maschine bekommen. Aber irgendwie gab es das halt.
Und nein, ich komm da nicht rüber. Komm. Ah, ey, rüber zu bauen, halt oben rüber, ist auch echt gut. Ja, aber er hittet mich einfach. Wie so, bitte? Das ist wirklich, das war noch von der Crepe-Maschine, ne? Genau. Oh, das, aber es riecht lecker. Oh, Leute, wenn ihr das, also wenn es Smell-O-Vision geben würde, dann wäre das auf jeden Fall... Was ist denn eine Crepe-Maschine auch? Das, ja, das ist so ein, einfach, womit man Crepe macht. So ein riesiges, okay, Teflon-Ding. Und das ist schon, ach so, ziemlich geil. Achso, aber Crepe-Maschine hörte sich so automatisiert an, so wie du kippst deinen Teig rein und auf einmal kommen da geile Crepes raus. Ja, es ist dann eben so ein Crepe-Oberflächending. Oh, so ein Crepe. Ich glaube, die Küche brennt, Rebi hat gerade gesagt, scheiße. Also, warte mal, die anderen, ich muss mich auch gleich erstmal equippen, aber bei Team Blau, ey, da kann man eigentlich längst snaseln. Die sind da alle so in the middle. Oh, das riecht gerade eigentlich voll lecker. Oh, Leute, Crepe. Magst du mehr herzhafte oder so süße Crepes? Ach, voll süß. Echt? Okay. So mit Nutella oder so? Ja. Ah, Mr. Einer hat einen Bogen. Ah, okay, da komme ich nicht hin. Warte mal, es ist ja eigentlich auch nur noch Team Blau. Ja, da müssen wir jetzt mal unseren vollen Fokus reinlegen. Ja, der eine. Oh, warte, dich kriege ich, Alter. Was machst du denn da? Hm? Nein, er hat sich da gut eingebaut. Aber dich kriege ich noch. Oh nein, Alter, so knapp. Komm. Oh, gesnackt. Und ich mit dem Bogen, Alter, dich kloppe ich auch runter. Zeig mir jetzt. Momentan schlagen wir uns ganz gut. Unser einziger Nachteil ist halt, dass wir einen weniger haben, weil jemand. Oh, du hast einen Bogen. Oh. Bei Blau? Okay. Ja, die haben alle Bögen. Ich werde jetzt mir auch einfach Gold snacken. Und dann werde ich auch mal ein bisschen Serious Business machen. Oh, die kommen alle in die Mitte. Gerade vier Leute vom Blau kommen in die Mitte. Ja, okay. Oh, ich brauche nur noch ein Gold. Nein, er hat mir das Gold geklaut. Ja, haben wir noch Gold in der Base? Nee, haben wir nicht. Okay, warte, YOLO, Alter. Alter, bist du tot? Nee. Okay, nice, ich hab mich an allen. Nein, er wird mich. Nein, er hat mich mit dem Bogen abgeschossen. Ich bin runtergefallen, ich Idiot. Oh, ich hätte den Typen mit dem Bogen wegrotzen können. Verdammt, das war das. Wie ich mich einfach an sämtlichen Leuten vorbeigestohlen habe. Ja. So, jetzt hole ich mir aber mal ein bisschen Iron. Das muss einfach mal sein, sonst kann man da auch im One-on-One nicht wirklich viel machen. Ja, klar, das geht gar nicht. Serious, Leute. Jetzt ist aber mal Ende Gelände hier. Come on, ey. So. Ja, wir brauchen echt ein bisschen Eisen von anderen auch noch. Ja, das Problem ist, dass wir irgendwann, wenn sie die Mitte komplett haben... Jetzt haben wir ein Faggot. Ja, jetzt haben wir einen Bogen-Faggot. Der nur noch schießt, weißt du? Ja. Ja, das ist... Ja, okay, aber wir können uns ja zumindest so peu à peu. Das habe ich mit Bergy in dieser... Nee, aber das sind drei Leute mit dem Bogen stehen da in der Mitte und schießen auf uns, wenn wir rüberkommen wollen. Ja, warte, aber wir können ja trotzdem... Das ist mir ja Bananas. So, warte mal, er hat das schon ganz gut gemacht. Ist Bananas. Zack, Alter. Dann einfach peu à peu immer hier längs bauen. Ne? Zack. Weil dann springe ich jetzt gleich hier einmal richtig rüber. Zack, über die Barriere. Zack. Und dann wieder Meter machen. Und zack, nächste Basis. Okay, nice. Ja, die holen sich jetzt halt mega viel. Ja, klar. So deshalb müssen wir da auf jeden Fall. Guck mal kurz gerade. Ich baue mal unser Bett ein. Okay. Ah, jetzt steht der eine. Ah, ich muss es. Egal. Alles easy. Zack, wenigstens das nochmal ein bisschen sichern. Okay, jetzt habe ich auch keine Blöcke mehr. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich hier nichts... Ich komme nicht wieder zurück. Geh in eine andere Base? Oder nee. Ah, der eine hat das hier schon... Ja, okay, das war... Ja, genau. Bau frei! Ich muss da durch! Okay, zwei Herzen. I want to break free. Genau, so ungefähr war das. Hier haben wir noch... Oh, Stacks kann ich mir ein bisschen holen. So, ich baue aber noch ein paar Blöcke. Der hat mich aber auch ganz gut weggeholt. Also der muss auf jeden Fall einen nicen Schlüssel am Start haben. So, warte mal. Erstmal was essen und dann neue Blöcke. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Oh Mann, ich mach mir aber auch ein bisschen Sorgen um die. Ja, hier ist gerade echt ein bisschen Land unter tatsächlich. Aber egal, man soll niemals aufgeben. Never say never! Und die Bieber-Fans kommen wieder raus. Die Bieber-Fans. Ja, der war irgendwie der Top-Verdiener 2014 unter den 30-Jährigen. Also alle, die jünger als 30 sind. Voll krass. Ich dachte, Bieber würde gegen One Direction so. Rede ich ab. Ja, aber die teilen ja auch unter 5 höchstwahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie die Rechnung aufgezogen ist. Ach so, ja, okay, das stimmt. Die haben natürlich... Also ich würde schon sagen, also One Direction war doch wohl dieses Jahr erfolgreicher als Bieber, oder? Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt mal so provokant und sag das einfach mal. Zumindest habe ich von denen dieses Jahr mehr gehört, zumindest mehr an Liedern als... Ja, zumindest mehr Positives als bei Bieber. Ja, genau. Also ich meine, der hält sich damit in der Presse, das macht er ganz geschickt, aber... Oh, der eine von... Bist du das? Nee. Nee, irgendein Dude von uns ist in der Mitte. Ja, genau. Warte mal, ich packe mal das Essen hier hin. Ich will da nur einmal rüberkommen, ey, und dann schnasel ich euch.
Zeig einmal. Gut, okay, unser Bett ist auf jeden Fall mal ein bisschen eingebaut. Guck mal her, hey, du hast doch nix. So. Hey, soll ich's wagen? YOLO, Alter. Oder von uns baut sich aber auch einer links zu denen rüber. Da müssen wir ein bisschen im Blick halten. Der wurde gerade runtergestoßen. Nicht gut. Nein, 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 nein. Ah, oh, wird mich. Oh, Alter, wir mich gut gekommen. Verdammt, hier, ich komme da immer so nah dran. Aber dann ist da trotzdem immer ein so ein Halunke. Und einer reicht da meistens schon, weil ich hätte ihn jetzt auch. Ah, er kommt auch direkt. Oh, und ich bin low an HP. Was mache ich jetzt? Oh, schnell hochbauen. Oh, bitte, 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 diesmal nicht. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Nee, nee, du mit deinem blöden Schwert, Alter. Geh weg hier. Ich komme jetzt auch mal wieder. Ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen in die Base gekümmert. Okay, da GLP. Okay, das. Oh nein, GLP hat einen Bogen. Ich camp hier jetzt erstmal. Und versuche. Ja. Sind die in der Mitte? Ja, die sind. Drei sind in der Mitte. Ja. Aber einer rennt schon wieder zurück, der ist safe. Oh Gott, ja, der hat sich GLP, Gold geholt. GLP, GLP. Ah, okay. Du musst da nur einmal richtig hin. Ein Durchbruch. Ja, ja. Problem ist, die sind auch einer mehr noch, ne? Die haben besseres Equipment. Ah, die haben. Ah, okay, ja. Ja, die ist aber schon eine ganze Weile. Also nicht hier seit kurzem. Also einer von uns hat auch einen Bogen, ne? Der kann die noch im Zweifelsfall gut weghalten. Ja, ja, der eine kommt jetzt aber zu mir. Nee, der läuft zu einem anderen Team. Ist die Frage, ob der eine mich gesehen hat. Nee, der andere hat mich nicht gesehen. Okay, die laufen jetzt zum, ja genau. Okay, 3, 2, 1, YOLO! Ja auch, ich geh auch, warte, ich komme auch in die Mitte. Nee, kommt hinter dir zwei Stück. YOLO, Alter. Dich werde ich überspringen, Nein, du hast einen Bogen! Nein! Okay, shit, okay. Ah, freaking hell! Ah, verdammt, dass man da auch nicht durchkommt. Aber der eine ist ganz nice, der sich da wirklich um die Ecke baut. Ja, der ist nifty. Ja, vor allen Dingen, die können sich ja auch nicht komplett auf alles konzentrieren. Ja, genau. Das Ding ist nur, dass der eine Dude jetzt da in der kompletten Base ein ganzes Eisenteil für sich hatte. Keiner ist bei Gelb, ne? Patz. Wird auch gerne zu Grün, aber ich weiß, dass da der andere Blaue ist, ja. Ah, so viele Entscheidungen. Ja. Und Eiwill, treffst du falsche. Eiwill, treffst du falsche. Ich meine, du musst da nur einmal durchkommen. Ja. Einmal. Das ist echt so. Patz, patz, patz. Er sieht's auch gerade nicht. Ich glaube, ich gehe schnell zu Gelb. Okay. Warte, was also Gelb ist tot, aber ich habe genug für einen Bogen. Ach so, das. Okay, mach das. Ich werde auch gleich nochmal in die Mitte gucken. Und Gelb war lang keiner mehr. Das heißt, ich kann mir ein bisschen Rüstung und Eisen holen, weißt du? Okay, der eine hat's auf jeden Fall schon gerochen vom Blau. Okay. Kommen da jetzt auch gleich. Was ja, zwei sind, kommen wieder in die Mitte. Bitte hab keinen Bogen. Ey, ich werde euch versuchen zu destroyen. Oh, der hat einen Bogen. Okay. Alles easy. Ich muss sie einfach überraschen. So. Vor allem den einen mit dem Bogen. Wir haben beide einen Bogen, ne? Beide? Ach, ich drehe ja beide am Bogen. Oh, man. Ich muss ja den einen nur überraschen. Boah, das ist so ein spannendes Battle, ne? Also zack, 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 zack. Nee, jawohl, das ist der Erste. Wo ist der Zweite? Nice. Läuft der zu uns? Nice. Nee. Hey, wo ist der Zweite von denen? Keiner nirgendwo hin. Da kommt wieder... Oh, kommt die können jetzt... Die können direkt zu unserer Base laufen. Oh, außenrum. Was? Da läuft, glaube ich, einer schon. Ja, genau. Okay, ihr beiden. Warte mal, euch nasel ich. Ja, kommt ruhig. Hä? Wer beschossen? Nee, ich schieß gerade. Ja, genau. Schieß die mal runter. Es geht nicht. Das ist viel zu weit weg, Alter. Jawohl, den ersten habe ich. Nice, okay. Ich glaube, die laufen aber gerade direkt zu uns schon. Laufen richtig viele hin gerade. Also, okay. Jetzt bitte lass mich doch mal schnell genug irgendwie nach oben. Yes. Und jetzt hab bloß kein Gold für den Bogen. Nice. Hop. Nice. Ich gehe zu unserer Base oder soll ich zu dir? Nee, mach das mal bei denen. Bei uns. Bei uns, okay. Guck, dass ich da irgendwie einigermaßen schnell hinkomme. Nein! Ich bin so ein inkompetentes Stück. Warte, dann geh ich zu denen. Nein! Ich bin in der Mitte. Mach das. Oh Gott. Ich werde mal probieren. Oh, wie konnte ich denn da? Ich war so nervös. Ich hab auch keine Blöcke leider. Ich kann nur direkt reingehen. Oh nein, guck, dass ich da irgendwie töten kann. Okay, ich hab ziemlich viele Leute tot. Komm mal bitte schnell. Ja, warte. Geht das? Ich basetrap die gerade. Okay. Warte, ich komm sofort. Und hier, die können gerade nichts tun. Die werden gebasetrapped von mir. Komplett. Okay, zack. Ich komm. Oh, Alter. Okay, mein Schwert ist weg. Ich hab kein Schwert mehr. Oh. Wieso? Nee, ich hab sein Schwert wieder aufgenommen. Wieso ist es sein Schwert? Mein Schwert hat keine Leben mehr. Wird jetzt jede Sekunde wieder down gehen. Okay, warte. Okay. Ja, der läuft aber einer läuft hier durch. Ich hab kein Schwert mehr, Patrick. Ja, ich versuch.
Ich stehe in der Base. Ja, ja, warte, ich versuche jetzt drei Leben. Okay, ich komm. Drei Leben. Vier Leute in der Base gerade. Ich habe komplett blau down gerade. Okay, warte. Halte ich gerade komplett down, Patrick. Okay, ich probiere es. Die sind alle weg. Die sind alle tot. Alter, ich habe alle in der Base. Ich habe 2,5 HP. Ja, ich werde es diesmal nicht verbauen. Ich schwöre dir, ich werde es diesmal nicht verbauen. Ich werde es nicht verbauen. Ja, ich hab das Bett. Snack it like a Polaroid picture. Oh Gott, Smurf. Okay. Richtig gut gemacht. Richtig gut. Alter. Okay, wo sind die denn hin? Ein blauer nur noch. Und ist noch ein grüner drin? Ja, der läuft gerade zu oben. Uns in die Base. Der blaue läuft zu uns in die Base. Ist runtergeschossen worden. Nice. Aber da ist noch der Grüne. Der Grüne ist bei der Base. Siehst du, da oben? Ich kann gerade gar nicht mehr. Alter. Ich habe einfach, ein Typ hat sich irgendwann mittendrin ein Schwert geholt und ich habe den das holen lassen, den dann getötet, damit ich mir sein Schwert wieder nehmen kann. Weil er das irgendwie dann aus Panik weggeschmissen hat und mir auch Eisen ins Gesicht geworfen hat. Alter, das war so übel gerade. Okay, wir haben jetzt aber ein ganz anderes Problem, weil der eine Grüne, der ist direkt über unserer Base. Ach, der auf dem Teil oben, ne? Ja, genau. Ja, dann lass mal in unsere Base und dann schieße ich den da runter. Hallo? Leute, guck mal, so ein Weltklasse Mitbewohner habe ich. Während der Aufnahme macht er einfach mal ganz easy so einen geilen Crepe, Alter. Dankeschön. Guckt, Alter, das an. Und jetzt sterben wir. Nee, wir dürfen nicht sterben. Alter, der sieht aber, wenn ihr es riechen könntet, Alter, das riecht. Oh, Alter, nice. Der ist bei uns auf dem Dach, warte. Auf dem Dach. Ich muss aber, sorry. Auf dem Dach. Okay, wo denn auf dem Dach? Nicht, dass er jetzt, da oben direkt, hier, da, wo ich hinschieße. Da, ja, dann lasst uns aber. Da steht er. Wir müssen auf die Insel auch drauf, irgendwie. Ja, oder auf das Dach oben. Warte mal. Ach, oh, dieser Crepe riecht richtig lecker. Ich bin sowas von eifersüchtig gerade, möchte ich nur kurz betonen. Oh. Ich glaube, er ist drauf gestanden. Ja, nein, er ist drauf. Auf dem Dach? Nee, er ist direkt in unserem Dingens drin. Okay. Er ist runtergefallen. Oh, Jesus. Das war der letzte. Jawohl. Oh, Digga, was für eine freaking kranke Runde, meine Damen und Herren. Wir hatten alles. Spannung, Spaß und ein Crepe. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ich werde dieses traumhafte Ding jetzt gleich mal snacken. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut auch auf jeden Fall bei Smurf vorbei. Denn heute, was kommt bei dir? Auch Bad Wars, ne? Bad Wars ist immer geil. Dementsprechend, schaut vorbei. Und in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.